Es sieht hier ganz, ganz anders aus, wenn man hier mal durch die kleinen Örtchen rollt, als bei uns. Natürlich auch als in Holland. Also man merkt schon, es ist Frankreich. Energielevel immer noch low. Aber wir sind wieder zurück im schönen Teil von Straßburg. Also ich bin genau hier vorhin lang gefahren und gedacht, boah, richtig schön hier. Das ist natürlich 4 Sterne, ne? Komplett voll, ausgebucht. 25 Metern leicht links auf B. Oh na. Das Problem ist, ich habe Hunger. Durst, es ist heiß und ich bin echt müde. Ich brauche jetzt echt mal dringend eine Pause. So, geh jetzt. Dein Ernst? No booking, no hope. Schönen guten Morgen aus Munchhausen in Frankreich. Ja, wir haben jetzt schon mal, also ich vor allem, Kaffee getrunken, Homeoffice gemacht und fange jetzt langsam an abzubauen. Hatte erst überlegt, ob ich noch einen Tag hier bleibe, habe jetzt festgestellt, ich brauche ein bisschen was. Mein Gas ist alle und ehrlicherweise brauche ich auch eine neue Luftmatratze. Die Luftmatratze, die ich habe von Thermarest, die ist echt gut. Aber es ist halt schon die, die ich fürs Rucksackwandern habe, die extra leichte, die dünne. Und ich denke mal, ich werde mir jetzt mal eine etwas dickere gönnen und vielleicht auch eine etwas breitere. Ich habe heute Nacht echt Schwierigkeiten. Ja, der kleine schwarze Hund, der chillt hier so ein bisschen. Das hier ist unser Homeoffice. Lama steht bereit. Alles ist vollgetankt. Auch die Gol Zero ist voll. Solarpanel ist ja leider weitestgehend defekt, bringt nur noch 20 Watt. Reicht also wirklich nicht mehr, um das Fahrrad zu laden, das ist mittlerweile klar. Wird dann aber auch irgendwie bei Zeiten mal ersetzt. Ja, hier ist auch schon fast alles wieder aufgeräumt. Ich habe auch ohne Plane geschlafen, war allerdings echt ein bisschen frisch mitunter. Also heute Nacht werde ich die Plane wieder drauf machen. Oh, wir bauen jetzt hier dann ab und ach, Wäsche haben wir auch gewaschen. Endlich wieder frische Wäsche. Oh, geil. Dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Wir verlassen jetzt Munchhausen. Kleiner, süßer, verschlafener Ort. Hier gibt es auch gar nicht viel. Ich glaube, ein Bäcker und das war's. Und glaube, ein Restaurant, das hatte zumindest gestern geschlossen. Ziel ist jetzt tatsächlich Straßburg. In Straßburg gibt es, wo muss ich langfahren? Hier links. Manni, hier links. Hier lang. In Straßburg gibt es nämlich einen Outdoor-Laden, der bis 18 Uhr geöffnet hat. Wir werden voraussichtlich um 15 Uhr da sein. Mal gucken, also ohne Pausen. Also eher so 16, 17 Uhr. Und dann gibt es eine neue Luftmatratze für ein bisschen mehr Schlafkomfort. Bonjour. Es ist schön hier. Es sieht hier ganz, ganz anders aus, wenn man hier mal durch die kleinen Örtchen rollt, als bei uns. Natürlich auch als in Holland. Also man merkt schon, es ist Frankreich. Erlaubt ist das bestimmt nicht. Schauen wir mal. Schnicki-schnackige Sperre. Was ist das für eine Sperre? Das ist ja gar keine Sperre. Navi, das ist nicht so geil. Na gut, da geht's irgendwie lang. Folge dem Weg 130 Meter. Das ist aber eng hier. Nicht nach hinten gucken, nicht nach hinten gucken. So. Und ich glaube, hier ist jetzt Straße. Möge sich der Hund in dem Autowagen befinden. Ja, genau so. Das klappt aber gut. Wie kommt das?
Allemagne in einem Kilometer. Oh, aus irgendeinem Grund fahren wir jetzt rüber. Das hier ist nicht der Rhein. Ach so, wir fahren nicht rüber, wir fahren. Ah, wir fahren nur an die Grenze ran. Ja, der Rhein sieht wieder satt gefüllt aus. Darüber habe ich jetzt gerade mal ein bisschen nachgedacht, weil der war eben die ganze letzte Zeit sehr, sehr mager. Und hier, wie ihr seht, der ist prall gefüllt. Da hinten war eine Schleuse. Und natürlich, da wird das Wasser vorher aufgestaut. Hier sieht das alles sehr, sehr gesund aus. Es wird langsam städtischer. Der Radweg ist auch nicht mehr ganz so komfortabel. Aber ich habe einen. Es ist nicht viel los hier irgendwie. Bisher. Hier ist laut Navi der Outdoor-Laden, zu dem ich wollte, um eine Luftmatratze zu kaufen. Dafür bin ich jetzt einmal durch die ganze Stadt gefahren. Also ich meine, es ist ein Outdoor-Laden, hier stehen Pflanzen draußen. Das ist halt nicht mein Laden, das ist gar nichts. Oh, Mist, ey. Das Problem ist, ich habe Hunger, ich habe Durst, es ist heiß und ich bin echt müde. Ich brauche jetzt echt mal dringend eine Pause. Ich denke, ich werde das mit der Luftmatratze jetzt erstmal vertagen. Weiß ich nur nicht. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Ach, ich weiß noch nicht. Ich muss erstmal eine Pause machen und dann gucken wir weiter. Jetzt ist Energielevel low. Energielevel very low. Energielevel immer noch low. Aber wir sind wieder zurück im schönen Teil von Straßburg. Also ich bin genau hier vorhin lang gefahren. Hab gedacht, boah, richtig schön hier. Jetzt habe ich herausgefunden, dass es einen Campingplatz gibt, der genau hier gleich ist. 500 Meter von hier. Relativ stadtnah. Wenn es da einen Platz gibt, gleich zwei Übernachtungen. Ist natürlich 4 Sterne, ne? Komplett voll, ausgebucht. 25 Metern leicht links auf B. Oh nein. Oh nein, echt jetzt? Ja, also die meinte das ernst mit voll. Mit voll heißt, die haben keinen Platz, also so vollmäßig halt. Gut. Schade, echt. Ich meine, es ist eh ein Riesenplatz, nicht nach meinem Geschmack, aber ich hätte jetzt Bock auf Straßburg gehabt. Wir haben jetzt als Option rüber nach Deutschland zu fahren, da könnte man noch einen Platz kriegen. Jetzt machen wir jetzt irgendwo eine Pause im Schatten. Trinken was, füttern den Hund, essen eine Kleinigkeit, keine Ahnung. Merci. Also wir lassen Straßburg links liegen, beziehungsweise hinter uns liegen. Campingplätze hier sind alle überbucht, auch auf der anderen Seite in Deutschland, ich glaube Kehl heißt der Ort. Habe ich alles abtelefoniert. Na, da eine Campingplatz in Gerzheim, Gestheim, Gerstheim, irgendwie sowas. Sehen wir nachher, wenn wir da sind. Die haben jetzt aber gerade zurückgerufen. Und das ist ein kleiner Campingplatz mit nur 11 Plätzen, also nach meinem Geschmack. Und bis 20 Uhr muss ich da sein. 1,5 Stunden Fahrzeit haben wir. Das heißt, ja, wir müssen jetzt hier nicht auf Turbo fahren. So. Auf Sport reicht, dann haben wir 51 Kilometer. Akku 2 ist drauf. Ja, dann wird das mit der Luftmatratze halt das nächste Mal was. Muss ja nicht unbedingt heute sein. Au revoir Straßburg, hat mich gefreut. Ist jetzt das 4. Mal, dass ich hier bin und nicht richtig hier bin, sondern immer nur so für eine Stunde. Aber immerhin habe ich jetzt mal ein bisschen was von Straßburgs Natur gesehen, da diese schönen Parks und so weiter. Sonst fahre ich eigentlich eher immer im Stadtzentrum mal kurz auf ein Essen, ein Trinken und tschüss. Aber dann lieber einen Campingplatz nach meinem Geschmack, mal gucken, wie der wird. Oh, da kommt was an uns vorbei gerauscht. So. Wie jetzt? Dein Ernst?
Also cool, aber voll laut. Aber ansonsten cool. Und der ist richtig schnell. Der macht 30 Sachen, den muss ich jagen. Los, Jagd, Trieb, Jagd, Trieb, Jagd, Trieb, Trieb, los, Jagd, Trieb. Das ist das Coole an diesem Bike. Ich habe jetzt oben raus einfach noch einen Gang, wo ich wirklich realistisch durch Kraft und nicht durch unendliche Geschwindigkeit das Ding hier so in Richtung 30 kriegen kann. Es geht immerhin auch bergauf und der Motor unterstützt mich gar nicht mehr, weil ich ja... Oh, nee, das schaffe ich überhaupt gar nicht. Das war nicht sinnvoll. Der Campingplatz ist fast erreicht. Jetzt ein paar Kilometer oder 2 Kilometer ging jetzt hier an der Straße. Ja, ich hoffe, es gibt hier noch irgendwas zu essen. Ich habe zwar Nudeln, aber ich habe ja kein Gas zum Kochen. Gerstheim, war das so? Ich glaube, heißt der Ort. Gerstheim. Ja, ich bin mir relativ sicher, das habe ich gerade gelesen. Ich glaube, der Campingplatz ist sehr nach meinem Geschmack, von dem, was ich gelesen habe. Und dann ist auch gut heute. Das war sehr viel anstrengender, als ich gedacht, geplant hatte. Nach 500 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Die GoPro ist unkaputtbar. Ich wollte gerade da hinten so schön filmen, wie der Hund im Stock spielt und wie schön das hier alles ist und mal so eine kleine Momentaufnahme und Tschüss sagen. Da stelle ich fest, die GoPro ist mal wieder nicht da. Ich würde gerne filmen, wie sie da liegt, aber ich muss sie in der Hand halten, um es zu filmen. Sie lag genau hier. Aber sie ist wieder da, das zweite Mal. Diesmal nicht in 6 Meter Tiefe auf dem Grund eines Flusses, sondern einfach nur hier. Ja, Campingplatz aber wunderschön. Also, das ist mal wirklich nach meinem Geschmack hier. Hier gibt es auch gleich noch was zu essen. Flammkuchen habe ich mir sagen lassen. Ich gucke jetzt mal, ob ich eine Lademöglichkeit finde, weil Strom habe ich am Platz nicht. Und ich denke, das wird eine zweite Nacht geben. Das denke ich, ja. Strom ist easy. Stecker da rein. Kabel verläuft so in das Ladegerät. Ladegerät verläuft da rein. Akku da drin. Warten. Ein bisschen Vertrauen. Easy. Guten Morgen aus da, wo wir gestern angekommen sind. Da gab es gestern Flammkuchen. 3 Stück habe ich gegessen. Richtig lecker. Ja, ich habe gesagt, ich fahre heute nicht. Habe ich wahrscheinlich gelogen, weil ich habe jetzt doch ein bisschen Bock. Gearbeitet habe ich ein bisschen, habe dabei festgestellt, das macht gar nicht so viel Spaß. Nee, tatsächlich habe ich gerade ein Problem, was ich jetzt nicht sofort lösen kann. Muss ich mal ein paar Minuten drüber nachdenken. Und ich glaube, das geht ganz gut auf dem Bike. Leider habe ich die GoPro-Halterung zerstört heute Morgen. Sie muss repariert werden. Deswegen ist jetzt in meiner Hand die GoPro-Halterung. Dieser kleine schwarze Hund, der sitzt ja schon auf seinem Platz. Füße hängen raus, ist erwartungslos. Oh, das sollte ich da vielleicht nochmal ändern hier. Das ist mal Fahrkontrolle. Akkus sind alle voll. Nein, der soll da drin bleiben. Ja, das ist ein bisschen doof ohne Halterung gerade. So, so soll das wohl funktionieren. Ja, und Ramonos würde ich sagen, ne? Der Radweg geht jetzt schon eine ganze Weile so oder da unten, entsprechend gleich ohne Aussicht, aber mit genauso viel Sonne. Das funktioniert mit Lama ganz gut, das muss man sagen. Ich bin jetzt auf dem Turbo-Modus, Hund ist drin, weil der kann nicht mehr laufen. Ich habe ihn jetzt ein bisschen laufen lassen, aber der ist komplett fertig. Das geht gar nicht. Wäre mit Wheelhelm hier nicht möglich gewesen, hier Kilometer so eine Strecke zu fahren. Also so schon mal ganz geil. Trotzdem ist es ganz schön anstrengend und geht ganz schön auf den Akku. Und da vorne fährt eine Fähre rüber nach Deutschland. Und wir werden jetzt mal rüberfahren und mal gucken, ob der Radweg auf der anderen Seite ein bisschen besser ausgebaut ist. Ja, und dann geht's vielleicht heute bis Freiburg.
Sie schreien um ihr Leben. Zum Spaß. Wir haben einen Ort erreicht, dessen Name mir nicht bekannt ist. Ich stand jetzt nirgendwo. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es hier die besten Kässpätzle im Umkreis von 5 Kilometern gibt. Und darauf habe ich jetzt Bock. Die suchen wir uns jetzt. Tanken ein bisschen Akku nach. Kleine Pause. Römer Museum. Gaststätte. Kann man hier irgendwo schön draußen sitzen? Da kann man drinnen sitzen. So was hier. Hier ist nicht viel los. Das ist bestimmt gut. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Warte kurz. Warte kurz. Welchen Teil am Warte kurz verstehst du nicht? Der Plan des Tages ist gemacht. Wir haben Gegenwind. Sehr angenehm bergab und Gegenwind. Schön. Es geht jetzt nach Freiburg weiter. Da habe ich, glaube ich, einen ganz ordentlichen Campingplatz gefunden. Den fahren wir jetzt an. Sind wir dann schon früh da. Och, das zieht sich da hinten ein bisschen zu. Vielleicht gibt es sogar schon heute ein paar Tropfen Regen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, den das freuen würde. Vor allem die Natur hätte da wohl Bock drauf. Folge dem Weg 950 Meter. Das werde ich tun. Dudu. Das werde ich tun. Dudu. Da gibt's bestimmt Kässpätzle. Aber hab keinen Hunger. Jetzt grad. Auf Radfernweg. Es gibt verschiedene gute Nachrichten und eine schlechte. Ne, zwei schlechte. Erste schlechte, fangen wir damit an. Der Fluss würde sich über ein paar Tropfen Wasser freuen. Das ist Nummer eins. Gute Nachrichten. Wir haben noch 12 Kilometer und wir haben noch 21 Kilometer Reichweite bei voller Unterstützung, die wir hier jetzt auch gerade brauchen. Das ist auch gut. Außerdem gut zeichnet sich da vorne eine hammergeile Aussicht ab. Da ist ein riesen fetter Berg. Das mag ich, das mag ich. Ja, und das ist auch gleichzeitig das Schlechte. Wir müssen nämlich jetzt gleich noch knappe 150 Meter hochklettern. Das wird interessant. Ich hoffe, wir kriegen guten Untergrund, weil sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Das wird dann so wie hier. Mit Schwung, mit Schwung. Komm, Lama, wir schaffen das. Easy, easy Lama, easy. Geil, hier gibt's ein Outdoor. Aha. Also im schlimmsten Fall weiß ich, wo ich heute noch hingehe. 5 Kilometer bis zum Campingplatz. Da ist es ein guter Plan. Mal gucken. Ja, wir haben jetzt Freiburg langsam erreicht. Musik aus. Psst. Der Himmel hat sich endlich zugezogen. Vor dem Wetterwechsel gab es eine ordentliche Sturmfront. Also das war schon fast so nordseemäßig. Aber richtig, richtig schön, gleich 10 Grad kühler. Endlich mal auszuhalten. Das Hecheln hat auch aufgehört, die ganze Zeit zu hecheln, wie verrückt. Ich hab Bock auf Freiburg. Ich habe noch keine Bestätigung vom Campingplatz. Musste da irgendwie über die Webseite online reservieren. Weiß auch nicht, ob das heute noch was wird. No booking, no hope.
Oder? Doch. Ich habe auch Platz gekriegt auf der Zeltwiese. Es wird ein bisschen voll. Ich weiß auch nicht, ob es 2 Nächte gibt. Das hat sie mir schon gesagt. Aber läuft. Die Rucksacktouristen sind unterwegs in Freiburg. Der hat einen Rucksack. Oh, ich laufe mal auf dem Fahrradweg. Und ich bin selber Radfahrer. Ja, Freiburg ist einladend, gefällt. Hallo Freiburg. Das sieht mir sehr nach Weinfest aus. Also bevor ich bin jetzt gerade noch nicht weinfest, ich brauche erstmal was trinken und essen. Oder? Dani, was sagst du dazu? Wein? Nein? Okay, dann nicht. Dann essen wir erstmal was. Das ist der traurigste Tisch, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, es ist mein Tisch.